Auf jeden Fall geschafft. Ich dachte, wir müssten jetzt noch mit der Artillerie doch ballern. Weil da erinnere ich mich auch noch, da gab es auch eine Mission. Hören Sie mir zu, Doyle? Also, wie gesagt, Franzosen können nur zwei Dinge richtig gut. Aufheben und küssen. Langweilig, Sergeant? Was macht die Kunst? Wieder mal Faulfieber? Verpiss dich, schottischer Trottel! Man merkt sich ja gleich, dass ich hier sehr beliebt bin. Er kann seinen Arsch nicht von seinem Kinn unterscheiden. Verdammt gut, Sie wiederzusehen. Wilkins, Sie verfluchter Trottel. Was tun Sie da, mein Freund? Kleines Geschenk für die Deutschen. Wir nennen sie Vera. Ihr Zwilling da drüben heißt Len. Das Übliche. Einsatz vor Morgengrauen. Unser Mann am Boden ist ein Marquis namens La Roche. Ganz anständig für einen Franzosen. Er bringt uns mit dem französischen Widerstand zusammen. Ein Oxymoron. Aber alles, was wir haben. In rund einer Stunde brechen wir auf, also los. Festschnallen, Jungs. Wir sind fast an der Absprungstelle. Achtung! Sie sind unter Beschuss. Kann sie nicht halten. Wir müssen abspringen. Danke. Ein Mitglied des Empfangskomitees. Gut, sie in einem Stück wiederzusehen, Doyle. Wir haben Vera verloren. Vera, unseren Jeep. Können Sie sie finden, Doyle? Finde ich aber irgendwie auch nicht so toll. Hm.
Ja, ich bin sehr, sehr ungeduldig. Aber die Methode hier klappt am besten tatsächlich. Das natürlich auch. Junge, wie hast du das denn hingekriegt? Läuft bei dir ernsthaft. Ah, cool, tot. Wahrscheinlich wegen der Explosion. Ja. Wahrscheinlich deswegen. Rauch? Ja, natürlich nicht. Aber machen wir mal. Rauchen. Okay. Ich wusste nicht, dass das Auto... gut, das Ding ist nicht explodiert. Aber ich bin trotzdem gestorben. Finde ich super. Hast du recht. Da hat er recht. Hey so. Früher oder später müssen wir eh drauf gehen. Aber nicht heute. Also in dem Spiel geht er schneller. Oha. Wie bin ich jetzt gestorben? Oh cool. Also Checkpoints habt ihr hier auch. Nicht. Wieso? Dann setz doch mal Rauch ein, Alter.
Also ich bin durch Meeres gestorben. Tja, das Problem ist einfach, meine Verbündeten machen gar nichts. So, es dauert ewig, bis er... ich finde es auch gut, dass ich... Also ich finde es auch gerade gut, dass ich überhaupt keine Rauchgranate hatte. So eine Stielgranate... Ist auch nicht so wirklich das, was ich brauche. Wir müssen noch dahin. Verpisst euch doch endlich mal. Immer sind die vor einem. Komme was wolle, die sind immer vor einem. Ach man, so ist es kacke. Alles klar dann. Ich soll fahren, ne? Ah ja.
Nee, du, ich bleib da stehen. Ja gut, er hat gesagt nach rechts. Ich gehe nach rechts. War aber wahrscheinlich das falsche rechts oder überhaupt kein rechts. Keine Ahnung, ist mir egal. Es ist das schlanke Pedal rechts, Doll. Reiß dieses Tor ein. Nach rechts. Da geht's eben nach rechts. Nee, du, das Auto will nicht mehr. Wieso, wir glitschen uns doch sowieso dahin. Ja. Ich wollte gar kein Auto. Ich wollte gar keine Autorennspiele spielen und jetzt fahre ich doch. Warum? Von der langsamen Geschwindigkeit hier und der scheiß Steuerung. Tatsache. Die deutschen Schützen nutzen ein Anwesen in dieser Richtung als Kaserne. Die Flak ist rechts. Allons-y, Doll. Gehen Sie vor.
Wie auch immer, der nicht gestorben ist. Also ganz ehrlich, dieses Feedback ist einfach behindert. Was wird denn eigentlich passieren, wenn ich hier lang gehe? Wieso sterbe ich eigentlich so easy? Das ist mal ohne Witz, warum sterbe ich? What the fuck? Na, aber ich gehe hier lieber lang. Wobei das andere wäre auch nicht. Wäre auch spannend. Aber das hier ist auch spannend. Ich finde beides irgendwie ganz spannend. Finde ich cool, dass man mal mehrere Möglichkeiten hat. Ich meine, das wird nicht so viel ohne Kumpel, ich bin auch dabei. Feindliche Truppen lassen die Deckung endlich vor uns! Y ist für mich immer noch. Ich habe das von der Switch und von dem DS übernommen. Boah, ist das Feedback behindert. Ich meine, ich erwarte ja nicht, dass ich jeden hier ein Heady gebe. Was soll ich hier machen? Alles klar. Die nach übernimmt, wenn schon alles vorbei ist. Ah, Marcel.
Ist ja scheiße. Ja, deswegen gehst du auch zurück, ne? Also ich finde es super, wie du zweimal reden kannst. Finde ich super. Ja, so ein paar Fehler hat das Spiel, ja. Ah, okay, jetzt müssen wir zum Beispiel die Flagge jetzt einnehmen, ne? Das ist ein richtiger Sklaventreiber hier, ey. Ich hab dich auch lieb. Ich finde das so großartig, wenn ihr davor seid. Klar, geh einfach mit Pfeil vorbei. Nö, die Mission ist nicht gescheitert. Das schaffen die schon alleine. Ich mach bei der nächsten weiter. Scheiße, dass das nicht geht. Mal so eine ganz dumme Frage. Hat das Spiel irgendwelche Checkpoints? Weil wir haben jetzt gerade zwei Flaks zerstört. Und der sagt einfach, Bruder, hier ist kein Checkpoint. Mach's alles nochmal. Bin ich super. Finde ich klasse. Sag mir was Neues, Sherlock. So, dann machen wir mal wieder Spiel. Oder Quicktime Event oder wie man es auch immer hier nennt. An sich die Idee finde ich toll. Ja. Ja, wenn ihr auch die ganze Zeit da vor mir seid, dann kann ich auch super meine Arbeit machen, ey. Deckung
Das ist so eklig an das Geräusch, ey. Ah, jetzt habt ihr geschafft, ihn zu killen. Also die Frau geht mir richtig auf den Sack hier, ey. Nicht, weil sie eine Frau ist. Man muss sich ja mittlerweile bei allem rechtfertigen, sondern bei dem Spiel. Und auch nur, weil ihre Stimme gerade richtig auf den Sack geht, so. Indem man die ganze Zeit wiederholt, so. Und dann irgendwie Double ist. Habe ich übrigens auch geschafft. Ich habe sowas mal gemacht und wurde dann gekillt. Also das Quick Time Event ging noch weiter, ne? Aber dann war es halt tot. Mission geschafft. Oh, das wird toll. Jetzt keine Witze, Doyle. Die Deutschen sind direkt hinter uns. Fluss,
Sorry. Mensch, bist ja sofort instant tot. Das finde ich ja toll. Ja, vortrefflich. Ich dachte eigentlich, das Spiel wird ja jetzt nicht einfach, ne? Aber angenehm so und ja. Irgendwie sterben wir ziemlich häufig. Naja, wir geben unser Bestes, ne? Auf jeden Fall geht das Spiel lange. Also länger auf jeden Fall, ne? Sprung! Ja, war schief, aber egal. Zum Sammelpunkt jenseits des Flusses. Da, diese Brücke! Das soll eine Brücke sein! Bleib stehen, Freundchen! Zum Glück hat die Brücke gehalten. Ich konnte mich einfach nach der Zwischensequenz noch bewegen. Geil. Finde ich super. Alter. Ach du Scheiße. Wenn er nachlädt. Verdammt gutes Timing, Major. Danken Sie dem Stillen hier. Und nicht nur für die Rettung. Er hat auch noch die Pläne des Treibstofflagers der Deutschen. Oder er stellt uns eine Falle. La Roche traut ihm. Immerhin einer von uns. Marcel ist einer unserer vertrauenswürdigsten Männer, Korporal. Das heißt nicht viel. Wenn wir ihr Leben retten, sind wir aber gut genug. Nächstes Mal sind wir vielleicht nicht so barmherzig. Hey, ich brauche keine Selbstmordmission für einen Orden. Sie bekommen keine Medaille, nur weil Sie Ihren Job tun, Hux. Also, haben Sie über diese Fliegerbomben gelesen? Ja, diese Dinger sind gefährlich wie der Tod, Sarge. Und ihr, Sarge, ist ganz vorn dabei. Okay, zuhören. Also, wir nehmen die Brücke ein, während der Konvoi auf der anderen Seite als Ablenkung dient. Also keine Panzerunterstützung. Die Deutschen sprengen die Brücke beim ersten Anzeichen von Panzern. Deshalb wird Huxley die Bomben entschärfen, bevor die Deutschen sie zünden. Wessen brillanter Plan ist das? General George S. Patton. Haben Sie mit dem auch ein Problem? Nein. Ja. Solange die Befehle nicht von McCullen kommen. Ja, keine Befehle von ihm. Er hat ja eigentlich auch schon seit 2 Tagen nichts mehr gesagt. Wie wäre es mit weniger Sorgen um den Sarge und mehr um die Bombenlandei? Jawohl, bin schon dabei.